Wir haben die Möglichkeit, einmal nach Berlin zu schalten, Mario Chaya. Nordrhein-Westfalen gratulieren wir Henrik Wüst ganz herzlich und sagen herzlichen Glückwunsch und allen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern. Das ist euer Erfolg, das ist der Erfolg der Christdemokratie, eben vor allem auch in Nordrhein-Westfalen. Und wir wollen an dieser Stelle auch den Grünen gratulieren, die zweifelsohne auch zu den Gewinnern des heutigen Wahlabends gehören. Die gute Arbeit der Ministerinnen und Minister hier in Berlin hat Rückenwind gegeben für die Grünen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Ergebnis. Stärkste Kraft heißt für uns, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für Nordrhein-Westfalen, verantwortlich zu sein für eine verlässliche Zukunftsregierung in Nordrhein-Westfalen für die Menschen dort. Und diese verlässliche Regierung wollen wir dort schmieden. Die SPD hat ihr schlechtestes Ergebnis beim letzten Mal schon erhalten. Das ist jetzt noch mal deutlich schlechter, das schlechteste Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte. Und für uns bedeutet das eben auch ein klares bundespolitisches Signal. Wir haben als Union zusammen gewonnen. Der Stil unter der Führung von Friedrich Merz, Verantwortung zu haben, gemeinsam die Dinge anzupacken, aber diesen Politikstil auch zu pflegen, das hat Erfolg gebracht. Deswegen ist das auch für uns hier in Berlin ein gutes Ergebnis und wir freuen uns an diesem Abend. Herzlichen Glückwunsch von hier aus nochmal nach Nordrhein-Westfalen. Alles Gute für die Regierungsbildung und Glück auf. Wir haben noch Zeit für einige wenige Fragen. Die erste stellt Herr Gattmann vom Spiegel. Herr Chaya, mich würde interessieren, wenn Sie noch mal konkreter sagen könnten, welchen Anteil Friedrich Merz an dem guten Ergebnis in Nordrhein-Westfalen hat. Was hat er konkret dafür getan? Wir haben einen gemeinsamen intensiven Wahlkampf geführt und die Geschlossenheit, der Führungsstil der Union, gemeinsam die Dinge nach vorne zu bringen, ein verlässlicher Partner in der Republik zu sein, das ist ein wesentlicher Beitrag, der unter der Führung von Friedrich Merz so gelungen ist. Und das ist auch sein Beitrag zu diesem Ergebnis für Nordrhein-Westfalen. Michael Brücker. Herr Chaya, welche inhaltlichen Schlussfolgerungen zieht die Bundes-CDU aus den Wahlkämpfen, auch den Themensetzungen, auch den Typen Günther und Wüst für die Aufstellung im Bund? Zunächst ist es, auch wenn es eine kleine Bundestagswahl ist, sind es vor allem Themen in Nordrhein-Westfalen, die eine Rolle gespielt haben. Wenn man mal schaut, wo kommt Henrik Wüst her? Als er vor 200 Tagen ins Amt kam, lag er 13 Prozentpunkte hinten. Er hat deutlich gemacht, er steht für eine klare Wirtschaftspolitik, für gute Jobs, für eine Politik, die Wirtschaft und Klima zusammenbringt und eine klare, trotzdem innere Sicherheitspolitik, die dazu gehört. Und das sind die Themen, die in diesem Wahlkampf eine Rolle gespielt haben. Sie sind leicht ähnlich zu den Themen, die in Schleswig-Holstein eine Rolle gespielt haben. Und deswegen kommt es eben darauf an, eine verlässliche Botschaft in den Inhalten zu haben und eine Klarheit in den Personen. Und das haben wir in diesen beiden Ländern gesehen, dass das übereinstimmte und dass das zu Erfolg geführt hat. Und die letzte Frage. Und wir sehen nach dem Triumph, muss man ja sagen, in Schleswig-Holstein auch jetzt wirklich ein hervorragendes Ergebnis für Henrik Wüst. Ist das wirklich so zu erklären? Mario Chaya sagte gerade, das waren die Themen aus NRW, die das Ganze aus seiner Sicht entschieden haben. Würden Sie dem zustimmen? Ich glaube, dass nicht nur. Ich glaube, dass schon diese ganze Kriegsgemengelage auch dazu geführt hat, dass man sich vielleicht auch danach sehnt, was Sie vorhin sagten, dass man also Rally around the President, also dass man vielleicht sich jetzt nicht um den Kanzler schart, aber in NRW gesagt hat, ach, eigentlich fahren wir doch gerade ganz gut und wir haben eine Alternative zur vielleicht mitunter schwierigen Politik in Berlin. Und ich finde es sehr interessant, denn an der Spitze in der Bundes-CDU steht nun ein 66-Jähriger, der mit einer sehr klaren Wirtschaftskompetenz punktet, Friedrich Merz, aber auch ein gewisser Scharfmacher immer noch ist. Und gewonnen haben jetzt zwei Ministerpräsidenten, Daniel Günther und Henrik Wüst, beide jünger, beide auch in einer anderen Generation angekommen, beide auch der Quote gegenüber aufgeschlossener. Daniel Günther ist am Montag nach seinem Sieg mit Karin Brien aufgetreten. Das war auch ein Beispiel für eine Verjüngung für eine andere CDU. Und wenn wir jetzt mal vorausblicken, wird es schon sehr interessant sein, wie sich das in der Partei so ausmändelt. Also Friedrich Merz flankiert von zwei jungen, erfolgreichen Ministerpräsidenten, wenn es denn so käme, müssen wir abwarten. Aber das wäre interessant. Halt in der Tat.